Liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen hier wieder einmal mehr aus Thailand von der Insel, könnte man sagen. Mein heutiger Gast ist Tamya Gowen. Sie kommt aus Zürich, klingt zwar nicht sehr zürcherisch, dieser Name. Sie hat an der EHL, also an der École Hôtelière de Lausanne im Campus Passauk, hat sie studiert und wir kennen uns dort noch aus dieser Zeit, als sie Studentin war. Ich war dort so etwas wie Dozent und habe sie unter anderem betreut, als es um diesen Businessplan ging. Diese Studenten hatten damals die Aufgabe, einen Businessplan zu erstellen. Es war, glaube ich, Schloss Meinfeld damals als Fallbeispiel. Genau, ist das ja, korrekt? Ist korrekt. Und aus dieser Zeit kennen wir uns. Der Zufall wollte es, dass wir uns hier auf der einsamen Insel irgendwo im Süden Thailands wieder begegnet sind. Also Tamya ist jetzt hier und was tust du hier genau? Ich bin momentan angestellt als Guest Relation Manager, das auch erst seit 1,5 Wochen, also auch sehr frisch. Genau. Und wie bist du nach Thailand gekommen? Die Frage drängt sich auch buchstäblich auf. Also es musste nicht unbedingt Thailand sein, ich wollte einfach nach Asien und im Ausland arbeiten. Mhm. Und ja, dann durch Zufall und Connections ist es Thailand geworden und diese einsame Insel. Nach knapp einer Woche, wie fühlst du dich hier im Dschungel und direkt am Meer? Es ist ja paradiesisch hier. Das eine Resort heißt ja auch Paradise oder Paradies. Und genau. Das andere ist hier diese Treehouse Villas. Treehouse ist ein 5-Sterne-Produkt. Wie fühlst du dich da im Moment? Speziell. Also es ist etwas Neues. Ich bin sehr gut aufgenommen worden und die Mitarbeiter sind sehr lieb und willkommen. Was anders als erwartet, es ist sehr einsam. Und da muss ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass ich viel Zeit mit mir selbst beschäftigt bin. Und auch in der Freizeit ist man halt immer im Resort und immer um die Menschen herum, dass man da Arbeit und Freizeit einfach trennen kann. Und wie gesagt, man ist ja hier auf der Insel und Phuket, das ist der nächstgrößere Ort, hat ungefähr 1 Million Einwohner. Phuket ist eine Bootsstunde mit dem Speedboat, muss man auch sagen, eine Bootsstunde von hier entfernt. Also man geht abends nicht schnell nach Phuket in den Ausgang. Also hier auf der Insel läuft schlicht nichts. Und du hast das ja angetönt. Was tust du da in dieser Zeit, wenn du da auf deinem Zimmer bist? Oder wo bist du da überhaupt in deiner Freizeit? Momentan war ich eigentlich nur auf meinem Zimmer. Oder wir hatten schon zweimal einen Teamanlass, der so spontan geschehen ist, also Nachtessen oder eine kleine Party. Aber das auch in kleinen Rahmen. Ich war bis jetzt noch nie in der Stadt. Das werde ich morgen mal rausfinden, wie das so ist. Aber Sie waren ja schon da. Ist auch nicht viel los. Was aber cool ist, ist, wenn ich 2 Tage am Stück frei habe, dann kann ich natürlich auf Phuket gehen und dort dann das Ganze genießen. Oder Krabi ist auch nur 15 Minuten entfernt. Also ich denke, das wird dann in Zukunft sicher der Fall sein. Was erhoffst du dir hier von dieser Arbeit, die du hier tust? Erfahrungen zu sammeln und sicher einen Step weiter zu kommen und auch mal mich einfach anklimatisieren mit der asiatischen Kultur und wie sie arbeiten und wie es hier so zu und her geht und dann das weiternehmen und hoffentlich meinen Horizont erweitern. Ganz kurz, wie ist die Zusammenarbeit mit den Thais, mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus Thailand? Anders als mit Europäern. Man muss ein bisschen softer rangehen und es ist nicht alles so strukturiert wie in Europa, aber ich denke, da muss man sich einfach anfügen und anpassen und mitgehen. Ja. Die Thais sind ja bekannt für ihre Freundlichkeit, Herzlichkeit. Man sagt, sie sind die geborenen Gastgeber. Dieser Service, der da zum Teil geboten wird oder größtenteils geboten wird, ist ja wirklich einzigartig. Erlebst du das auch so? Ja, also ich finde, vor allem im Restaurant sehe ich das jetzt sehr. Da sind alle sehr lieb und zuvorkommen und sie merken sich auch viel sehr schnell. Also wenn man 1-2 Mal da essen war, dann wissen sie auch, was man trinkt oder isst oder gern hat. Also sie sind sehr aufmerksam und gehen auf den Gast ein. Das ist meine Erfahrung hier. Genau, das sehe ich auch so. Okay. Tamya, ja, ich wünsche dir alles Gute in Zukunft für deine Karriere als Hoteliere oder Hotelmanagerin. Du bist jetzt hier in Thailand auf der Insel, ist ein bisschen ungewöhnlich. Andere machen zuerst mal ein Hotel in Davos, Arosa oder vielleicht in Zürich. Du bist jetzt hier im Südthailand, hier auf der Insel, wie gesagt. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns vielleicht bei Gelegenheit wieder mal später, entweder in der Schweiz, in Asien oder irgendwo auf dieser Welt. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's, das Gespräch mit Tamya Gowen hier von der Insel im Süden Thailands.
Wir sehen uns bei Gelegenheit wieder hier aus Thailand. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.